Willkommen zurück zu Pixel Heroes Bite at Magic. Wo ich immer noch spielen darf. Ich weiß gar nicht wieso, weil ich mach nur die ganze Zeit auf bestimmte Scheiße, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel auch nicht so gut, also kann ich dir nicht sagen, wie viel Scheiße wir wirklich bauen. Für jemanden, der das Spiel wirklich kennt, bauen wir wahrscheinlich eine Menge Scheiße. Wir können eine Menge. Wir können uns endlich mal unsere neuen Items angucken. Da ist zum Beispiel ein Stun-Terras-Stab, glaube ich. Und ein Hut, der besser ist. Erkläre ich jetzt einfach so, weil... Ja, gut. Zwei Magie-Death mehr und eine vielleicht, Immunität, die vielleicht nicht ganz blöd ist. Vielleicht nimmst du jetzt sowieso erstmal wieder unsere Stats zurück, weil wir brauchen die Immunitäten ja jetzt gerade gar nicht mehr. Auch wieder wahr. Wo war das denn? Wo war denn unser Faith-Dings? Wahrscheinlich weiter oben dann? Bin mir nicht ganz sicher. Das Ding? Das Ding. Den haben wir ausgerüstet. Egal, ich behalte den Hut jetzt trotzdem. Schicker Hut. Den können wir wegschmeißen. Müssen wir nur noch zwei Sachen wegschmeißen. Zum Beispiel den Mist da, das mit dem bluten Auge da. Können wir theoretisch auch wegwerfen. Dem. Oder das. Relativ egal. Dann schauen wir doch mal, was der neue Pixar kann. 110 Faith! Oh. 110 Faith. 62 physisch. 92. 1 und 2. Und 92 physisch. Und 25% Stun-Chance. Also, ziemlich gut. Also wegschmeißen würde ich ihn auf keinen Fall. Also ich sage jetzt mal, wir probieren den einfach mal aus. Auch wenn wir es wahrscheinlich bereuen werden. Ja gut, auf dem Rückweg werden wir es wahrscheinlich noch nicht bereuen. Über die Wiesen. Ist auch nicht so dolle, aber ist magisch. Was hätte uns viel. Ja, so magische Angriffe wären gerade eben echt gut gewesen. Ja. Unser Schildschlag hat zum Glück den Tag gerettet. Gut, dass wir unser Schild verbessert hatten gerade. Ja, ansonsten hätten wir größere Probleme gekriegt. Oder der Kampf hätte einfach nur noch länger gedauert. Okay, dann gehen wir mal langsam zurück aus dem uralten Tempel. Nach Hause! Ach, der Brunnen wieder. Ihr seht einen alten Brunnen am Wegesrand stehen. Greift hinein, betrachtet die Steine, trinkt aus. Trinkt er was? Der Brunnen ist schon vor langer Zeit ausgetrocknet, so wie eure Fähigkeit, rational zu denken. Schade. Zugegebenermaßen so bekifft. Traumkraut, die benutzt haben, bestimmt. Ihr seht eine ziemlich neu aussehende Röhre aus dem Boden ragen. Endlich wieder. Ja, rein da. Rennen lang tief in die Röhre, doch plötzlich fangen die Pilze, die um die Röhre herum wachsen, an sich zu wehren. Und zu bewegen. Ein rechter Sauhaufen. Ja, dann Terras sterben wir die Winziger mal. Pilz. Bam! Zweimal betäubt. Jo. Und er befreit sich vor Betäubung. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Erstmal. Ja, dem Tode nahe. Ist halt eine 25%ige Chance. Wenn die Gegner immun dagegen sind. Bestimmt, jetzt so. Hat er sich noch. Ja, so muss das aussehen, ne? Bam. Ja. Der Stab ist nicht schlecht. Das Problem ist, dass der physisch ist. Das ist echt ein Problem für uns. Ist leider. Damit nimmst du unserem einzigen Magier, der noch nicht mal so ein richtiger Magier ist, sondern so ein Faver eigentlich, auch noch seinen magischen Angriff weg. Leuchtender Spitze in der Kompression. Rostiges Gewand der Anpassung. Heiltränke. Also ich würde es jetzt mal stark gebietabhängig machen. Ich würde Terras Stab auf keinen Fall wegtun, aber... Beiß in den Müll. Oder das, ja. Go! Und dann mal gucken, was unser letzter Encounter auf dem Rückweg ist. Ach, die Killer-Möhre wieder. Ja, friss sie auf. Whatever, Möhre. Gotta eat you! Ihr hört ein Schreien aus dem Mund des Helden. Nein, ich hab mich geirrt! Ich war die ganze Zeit eine Möhre! 27 XP! Diesmal haben wir sie einfach gegessen. Also, ich bin fast versucht, Dungeon Master zu werden, nur um so ein Scheiß-Event irgendwo einzubauen. Geil, oh Mann, Mann! Vielen Dank, hier eine Gratis-Probe meines Spezialtabaks! Oh Gott. Den wollten wir doch nicht. Ach ja, ihr wolltet ja nicht. Echt nicht? Noch einmal kurz ziehen? Ach, na schön, dann nehmt das hier. Ich hab's gefunden. Auf der Straße. Lag mir genau im Weg. Einfach so. Könnt ihr haben. Ja. Klingt legit.
Gebildete Tasche der Brutalität. Klingt schlecht. Okay, ist langweilig. Ey, hat das Casino jetzt endlich offen? Ach. Narren, wir sind bankrott, kommt später wieder. Junge! Sehe ich auch so. Fürchtet euch nicht! Ah. Eva. Du nur gestett! Was ist das denn? Der Totenacker. Das Mädchen sieht nicht nervös aus. Ja, das hatten wir schon mal gelesen mit ihren Prüfungsdingern. Vielleicht später. Was hat die andere Dame für ein Gebiet? Athena? Athena. Anthea. Anthea. Ein Ring aus Silber am Sturmgipfel. Hört mich bitte an, ich brauche dringend eure Hilfe. Und ihr seht wirklich... Und ihr wirkt sehr tüchtig. Ich suche nach Hinweisen auf den Verbleib meines Ehemannes. Es ist schon seit einem Jahr... Er ist schon seit einem Jahr verschwunden und ich hörte... Warten, ich kann nicht mehr lesen heute. Verschwunden und ich bin mit den Kindern allein auf unserer Farm. Ich hörte, er sei hier auf der Durchreise gewesen. Könntet ihr nach seinen Sachen Ausschau halten, zum Beispiel unser Ehering? Es ist ein kleines Band aus Silber mit meinem Namen, Anthea, als Gravur. Wäret ihr so freundlich, das ist doch bestimmt falsch geschrieben darauf. Ja, doch, nimm nur an. Schaut euch voller Enttäuschung an. Dann werde ich auf eigene Faust suchen. Lass uns erstmal in die Schmiede gehen und gucken, ob wir irgendwie... Wir haben noch massig Greif-Items. Haben wir massig Greif-Items? Also er hat ein Greif-Schild. Ja. Aber der Schild ist offensiv, ne? Ja. Daneben geklickt. Also er hat einen Greifmantel. Okay. Zumindest er hat Greifdev. Was haben wir noch so im Rucksack gehabt? Da meine ich, da ist auch noch ein Greifding. 25% leider nur. Ja, besser als gar nichts. Was haben wir noch? Nichts. Okay, können wir Greifrüstung kaufen? Wow! Nein. Nope, können wir nicht. Ja gut, dann gehen wir vielleicht auch erst in den Totenacker. Und nehmen Greifrüstung mit, sofern wir dann können. Also im Totenacker brauchen wir auf jeden Fall bestimmt vergiftet, krank. Soweit in der Richtung. Ja, was hat er denn hier momentan ausgerüstet? Flucht. Das brauchen wir. Wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Also, verflucht könnte auf dem Totenacker natürlich auch passieren, aber... Mehr Stärke. Ja. Scheiß auf Faith. Da würde ich dann doch eher davon ausgehen, dass wir andere Probleme kriegen. Ja, wie sonst infiziert brauchen wir zu werden mit Krankheiten und so. Ja, dann müssen wir es nur schnell genug beenden, ne? Ja, kein Problem. Die Frage ist nur, ob wir die Gegner das stunnen können. Na, müssen wir mal gucken. Gift, weiß ich nicht. Feuergift. Ich behalte ihn mal lieber. Ja. Den Guten kann wohl weg. Ja, Greifangriffs-Item kann weg. Das Ding hat Greifverteidigung, das würde ich mir überlegen. Das kommt weg. Das kommt weg. Der hatte Krankheit, naja. Schicker Hut schützt sogar von Magie, weiß ich nicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für unseren Magier, aber für unseren Heiler. Leuchtner, speziell mehr Konfusion. Nein. Ich bin mir sicher, dass der Boss irgendwelche Krankheitseffekte haben wird im Totenacker. Was haben wir denn hier? Das kommt weg. Hast du gerade unsere Verwirrungskette verkauft? Die würde ich behalten. Die würde ich für später behalten. In einem Dungeon Crawler Stats schützende Items behalten. Dann verticke ich das aber. Tschüss. Nachsichtigerin der Schönheit. Die kannst du auch meinetwegen verticken. Verfluchte Haube der Immunität. Die ist besser, deswegen. Ja. Und die Lanze verticke ich auch mal. Das gebrauchte Gebet der Gunst kann weg. Jetzt willst du den ganzen Scheiß behalten. Den nicht. Ich wollte sagen, den nicht. Ja. Ja? Ja. Okay. Warte, was ist dieser Fluchring da? Dieser Fluchschutzring. Stärke. Brauchen wir das noch? Was hat er denn momentan ausgerüstet? Er hat den... Ja, dann macht der Ring doch weg. Okay. Ein Schnäppchen! Dann irgendwas Besonderes hatten wir nicht hier, das wir dachten, dass wir gebrauchen können. Nö, leider. Ja, gut, dann... Reisen wir los, schätze ich. Oder wir gucken mal eben noch nach Büchern.
Nimm eine Quest vor allen Dingen an. Ja, nicht von ihr. Sie war die mit dem Greif. Ja. Das war nicht wollen. Ich hab Rücken! Wieder nur Scheiße. Ja, in der Tat. Wieder nur Scheiße. Magie-Def ist zwar nicht schlecht und 78 ist schon ziemlich gut, aber nicht gut für genug. Für Magie-Def-Buff mache ich das nicht. Ich würde es zumindest nicht tun. Ja, wir haben nachher viel zu viel Geld, wenn wir hier rausgehen. Ich sehe schon kommen. Intelligenz macht sexy. So sieht die auch aus, oder? Definitiv. Wahrscheinlich ist sie einfach nur verdammt dumm. Dann reden wir mit Eva und reisen wohl zum Totennacker. Totennacker. Juhu, ich schwöre, die anderen Teste verstehe ich ohne Schummelei. Es wird nur dieses eine Mal, glaube ich. Sobald ich diese Arbeiten hinter mich gebracht habe, bin ich meinem Traumjob einen Schritt näher. Ja, okay. Sie war Magical Girl in Vollzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Wollte jetzt. Ja, wollte werden. Deswegen braucht sie die leere Ausgabe von den Tests. Ach, guck mal, die Blutfliegen sind wieder da. Blutsaugende Fliegen! Tötet sie! Lauft durch sie durch! Eure Helden versuchen, wild um sich schlagend auszusuchen. Ihr habt den Schwarm so abhängen können. Oh, oh! Ja. War gut. Nehme ich. Nehme ich auch. Weiter geht's. Ah, oh, es ist wieder der Hund. Es ist noch nie irgendwas passiert, wenn der Welpe aufgetaucht ist bei mir. Nie irgendwas. Egal, welche Option ich gewählt habe. Darfst du dir frei aussuchen. Als eure Helden sich dem Hund nähern, bemerken sie, dass der Hund auf eine seltsame Art und Weise mit dem Boden verwachsen zu sein scheint, okay? Jetzt... Habt ihr gehört, wie sich einige Dörfler über eine Kreatur unterhalten haben? Sie nannten ihn den Anglerwurm. Er lebt angeblich unter der Erde und hat einen Auswuchs aus dem Kopf in Form eines kleinen Hündchens. Diesen nutzt er angeblich, um unvorsichtige Helden in die Falle zu locken. Ihr solltet die Kreatur besser in Ruhe lassen. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ich krieg nicht mal zur Wahl. Ich sag doch, es ist noch nie was passiert, wenn ich den Welpen getroffen habe. Ich bin ihm irgendwie viermal begegnet. Oh nein. Es ist ein Death and Loafing. Seltsame Typen. Ihr seht einen aufgeschreckten Mann mit einer Fliegenklatsche am Wegesrand stehen. Er wird von einem pummeligen Kerl begleitet, der eine Dose hält. Der Typ mit dem Hut murmelt vor sich und scheint stark zu schwitzen. Hab ich das gesagt? Haben Sie mich gehört? Der pummelige Typ bemerkt euch. Hey! Hey ihr, wir sind eure Freunde. Wir sind nicht wie die anderen, Mann. Der andere Typ unterbricht ihn. Hör zu, wir sind gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Treffen, extrem wichtig. Aber es ist ganz schön gefährlich hier. Das ist Fledermausland. Er legt diese verdammten Fledermäuse. Yep. Nachdem der Typ mit dem Hut den Inhalt seines Koffers mit den Helden geteilt hat, zeigt er euch, wo die Fledermäuse leben. Ja. 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 Anstecken, Junge. Dann herrscht haben wir die wohl mal, die Fledermäuse. Ineffektiv. Effektiv, aber einen betäubt. Muss ich erstmal von der Betäubung befreien. Fing. Sind aber immer noch unversehrt. Oh, aber effektiv dem Tode nah. Nice. Wer Fledermaus setzt, wer biss ein und macht keinen Schaden dabei. Ja, dann gucken wir nochmal, ob wir die vordere stunnen können. Und die hintere umbringen. Bam! Leider ist nicht. Der Betäubte gestorben. Schade. Aber wir haben einen effektiven Angriff. Mach den Gaul nicht, Chai! Ach ne, können wir nicht mehr, weil er jetzt vorne steht. Ist echt tanzen für die? Na gut. Der Fledermaus ist weich. Der Gruselkriecher hat's irgendwie überlebt. Ja dann, Stunschlag. Schlag ihn tot! Ineffektiv und absorbiert! Physischer Angriff. Ach ja, Erdangriff. Ja. Brauchen wir wohl einen Schildschlag. Außerdem ist Cletus krank. Oder so. Wofür brauchen wir einen Schildschlag? Wir können ihn einfach niedermähen. Alter Kurzbogen, der Anmut. Schützendes Gewand des Phönix. Leider falsche Sache. Heiliger Kettenpanzer, der Anpassung. Irgendwas. Wahrscheinlich direkt killen. Und ein paar Heiltränke. Level up, Kyanites, alleine. Dex. Dex. Oh, wir Dex. Boah, der ist ziemlich... Ja, ziemlich schlecht. Der ist ziemlich, Ich dachte, er wäre gut, aber... Ja, weiß ich nicht. Haben wir schon ein Feuergebiet gemacht? Waren wir schon im Vulkan? Ich glaube nicht. Guck mal in den Questlog. Nee, nein. Dann behalten wir 75%. Das ist eine von den beiden Sachen, die passieren kann.
124 physisch. Holy. Der ist gut. Ja, der hat nur keinen. Aber Bluten werden wir wahrscheinlich eh nicht haben. Sein Bluten ist, glaube ich, auf dem toten AKE fragwürdig. Gehe ich jetzt auch mal schwer von aus. Fear and Loathing war das letzte Event. Ja, dann sind wir angekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den toten Acker umflügen werden. Bis dahin. See ya. Ciao.